Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir sind hier in Stemmen. Und was macht Ash hier noch? Hi. Heute ist Samstag, der 17. Es ist gleich 8 Uhr. Und wir hätten ja auch noch ein bisschen länger schlafen können, aber wir wollen gleich mal raus. Wir mal ein bisschen frische Luft hier reinlassen, ne? Und Ash, du musst noch mal aufstehen langsam. Papa! Decken weg! Decken weg! Gut mit dir! Wer von euch kennt das? Die Eltern wollen hoch und man will überhaupt nicht aufstehen. Dabei wollen wir gleich los. Wir haben nämlich heute ein tolles Programm. Genau wie gestern haben wir uns was richtig Cooles angeguckt. So, jetzt erstmal hier Fenster aufmachen, ein bisschen Luft reinlassen, damit der Ash mal ein bisschen wach wird. So sieht das übrigens draußen vor dem Hotel aus. Ich glaube, wir werden hier gleich nochmal ein bisschen durch den Ort gehen und mal gucken, was hier so los ist. Was ist eigentlich los? Hier bin ich hier ganz alleine mit Ash. Schnucki, wo bist du? Schnucki macht sich fertig. Hier übrigens habe ich heute Nacht geschlafen, weil der da mir meine Seite vom Bett weggeklaut hat. Ne? Mhm. Nix davon gegessen, alles noch da. Die wurde leer heute Nacht, weil wir gestern Abend noch mit Florian ein bisschen was gegessen haben. Florian, das ist der Inhaber von dem Laden, den wir uns gestern angeguckt haben. Und das kann man bei TipTapTube sehen. Hey Mäuschen, löse dich mal vom Computer da, vom Handy und sag mir mal, wo waren wir denn gestern? Pyroland. Jo! Wir haben uns gestern die Bunker von Pyroland angeguckt. Da, wo die ganzen Pyro-Sachen lagern. War's cool? Wollen wir da heute wieder hin? Ja, ne? Wir müssen uns nochmal die restlichen Bunker angucken. Von den 39 Bunkern, die es da gibt, haben wir nämlich nur 4 angeguckt. Und das war schon so interessant. Es ist unglaublich. Ach ja, und dann waren wir gestern eben abends noch ein bisschen was essen hier im Hotel. Und ich habe da ein bisschen zu viel was Salziges gegessen. Und heute Nacht musste ich erstmal mit einem halben Liter Wasser löschen. Mäuschen, ist das schön hier? Mhm. Oder langweilig? Cool. Cool in Stemmen. Mhm. Wir haben hier gar nichts gesehen, ne? Wir sind nämlich gestern Abend hier angekommen und da war das schon stockdunkel. Jetzt wollen wir gleich noch mal ein bisschen spazieren gehen vom Frühstück und ein bisschen uns was von Stemmen ansehen. Bevor wir dann wieder nach Westerwesede abhauen, wo wir die restlichen Bunker angucken. Jetzt wollen wir mal gucken, wo Mama ist. Mal sehen, was sie hier macht. Hallo, guten Morgen, Schnucki. Oh. Na, wie geht's dir? Machst du dich ein bisschen hübsch hier oder was machst du hier? Was schreist du so rum, Schnucki? Ich schrei doch gar nicht. Genau, nur da dran hier. Ja. Okay, machen wir gleich nochmal eine Roomtour hier von unserem Zimmer. Also, das erste Mal, dass wir hier eine Dusche, ein Klo, ein Waschbecken und eine Badewanne haben. Klo, Dusche, eine Mutti ist hier auch. Und hier geht's raus hier, das ist ja in jedem Hotel nicht gleich. Hier gibt es dann so eine kleine Garderobe, Schrank, Stuhl steht vor dem Schrank, wer soll denn da nicht rauskommen? Geht gar nicht auf. Was ist das denn? Ach so. Oh, safe. Ist da was drin? Nö. So, und dann, wenn man sich hier einmal nach links dreht, haben wir hier einen Schreibtisch, mein Notebook und Ash. Guten Morgen, Ash. Habe ich einen guten Morgen gesagt? Steh mal langsam auf hier, Decke weg. Papa! Decke weg! Papa. Decke weg! Decke weg! Decke weg! Decke weg! Weg, weg, weg! 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 Es ist kalt und ich bin erkältet! Oh, dann musst du aufstehen und in die frische Luft. Das tut richtig gut. Ich will nicht, aber nicht raus. Erkältet. Ich würde sagen, das ist Faulitis. Du hast Faulitis, Mäuschen. Dagegen kann man was tun. Und weißt du was? Aufstehen und raus. Ein bisschen spazieren Papa. Gehen. Lass mich. Okay, lass ihn. Ja, wir wollen noch raus, oder nicht? Und außerdem hast du gesehen, hier ist eine Badekappe. Das haben wir gar nicht gehabt. Eine Badekappe? Ja. Wofür ist die denn? Zum Duschen, damit du die Haare reinlassen machst. Also man duscht sich ja eigentlich auch, um die Haare zu waschen. Und wenn man denn die Kappe auf hat... Wenn du aber die Haare nicht machen musst... Denke ich auch nicht duschen. Schreibt es in die Kommentare. Ja, wenn ihr duschen geht, wascht ihr euch dann nach die Haare oder geht ihr nur duschen und setzt euch eine Kappe auf? Guck mal, hier gibt es sogar Kuhstäbchen. 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 Kuhtipps. Kuhtipps. Was ist das andere da? Nagelfeile, würde ich sagen. Oh, cool, nimm mit. Dann sieh zu, dass du aufstehst. Mäuschen, komm hoch. Und ich werde jetzt kurz mal zu Max rübergehen und zu Chrissy, die sind auch beide mit. Und die kommen natürlich auch mit auf unseren Spaziergang. Vorm Frühstück. Schnucki, ich gehe mal Max weg und der kommt auch mit. Was bin ich für ein Gemein... Oh, das sieht ja hier aus, ne? Voll so ein Gespenst, guck dir das an. Also Beleuchtung von oben ist ja schlimm, ne? Das ist ganz schlimm. So, also. Das ist alles das Hotel hier. Einmal Max wecken, ich wette, der schläft noch. So, Mäuschen, wir beide gehen jetzt mal Max wecken, komm mit. So, hier haben wir Zimmer 204 und Zimmer 205, hier wohnt er. Psst, Klopfzeichen.
Da ist schon jemand wach da dran. Guten Morgen, Chrissy. Der fiese Papi ist da. Ja, nicht deine, aber ich bin's. Guten Morgen, Leute. Oh, hier ist eine Luft. Ich mach mal kurz fest. Was ist das denn hier? Wieso nicht denn eine Lampe hier? Habt ihr einen Kampf gehabt hier in der Nacht? Nein, ich hatte gestern Nacht Angst, weil es sah aus, als würde da jemand stehen. Okay, der Lampenmann ist hier. Und Mac, komm, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Ich zieh mal die Decke weg. Und ich mach mal hier die Fenster auf. Boah, Mann, das ist gleich 10. Wir müssen hoch. Aufstehen. Einmal ein bisschen Luft hier reinlassen. Ja, und jetzt, zack, los. Weg, komm, weg, weg, Max auf. Komm, ich zieh ihm die Decke weg. Decke weg! Los, weg ihn! Seid ihr wach? Nein. Auf jeden Fall nass. Ja, ich bin wach. Ich glaube, Chrissy kriegt jetzt auch noch eine Ladung. Ja, rüber, genau. Kriegt die Decke nicht weggezogen. Durch. Durch die Decke durch. So, seid ihr wach? Weißt du, was ich geträumt habe? Nass. Nass hast du geträumt. Ich habe geträumt, dass wir ein Kind hatten. Ihr habt bei den Kindern. Oh, Mäuschen, hör auf damit, du bist ja irre. Also, wo kommt euer Kind? Mach die Decke weg. Okay, ich brech dich die ganze Zeit ab, ne? Und ich hatte Streit mit einem Eisladenverkäufer. Mäuschen, jetzt ist gut. Wollen wir nicht duschen im Bett? Jetzt lass ich's. Was hat der böse Eisladenverkäufer gemacht? Die waren so inkompetent. Haben sie falsche Eiskugel gegeben? Nein, oder war die zu klein? Die waren gemein. Die waren gemein, okay. Ist alles nach, was ich geträumt habe? Na? Nichts. Ja, auch gut. Also, Leute, steht auf, wir wollen raus hier. Guckt euch mal an, das ist wunderbares Wetter draußen. So, sollen wir euch alleine lassen? Okay, wir lassen die jetzt mal ein bisschen alleine. Ich würde mal sagen, das ist 8:15, um 8:30 gehen wir los, okay? Kriegt ihr das hin? Viertelstunde für aufstehen und so weiter? Ja. Ja, willst du hier bleiben? Wollt ihr Ash hier behalten? Wollt ihr Ash hier behalten? Zum Aufwecken, als Weggarantie. Also, wenn ihr nicht in 2 Minuten hoch seid, dann kriegt ihr die nächste Dusche. Mhm. Hast du gehört? 2 Minuten. Ich mach Countdown. Halbe Stunde später. Es ist null Bewegung hier. Na gut, es ist keine halbe Stunde. Oh, das ist was. Und hier, guckt mal, das ist hier der Koffer von Max. So ein Koffer hat er hier. Was ist das? Wieso ist hier ein Pappkarton? Guck rein. Rein? Guck rein. Ist alles verklebt. Ah, doch nicht. Papier. Und Pullis von... Echt so! Hier, zieh an. So, und? Hier ist noch ein schwarzer Pulli für Chrissy. Muss er nicht? Weiß nicht, das ist doch zu groß für dich, oder? Neue T-Shirts. Hey, das ist doch das die Farbe habe ich heute Nacht als Schlafanzug angehabt. Genau dieselbe. Und noch in weiß. Wollt ihr das anziehen heute? Ich ja. No, das ist ja noch so. Was ist das denn? Viermal dasselbe? Drei. Und? Noch mehr. Alles grün. Willst du ein OP-Team aufmachen? Das ist Mint. Mint, okay. Mint. Trotzdem, willst du ein OP-Team aufmachen? Nee. Die haben das auch an. So, aufstehen. Also, pass auf. Du hast jetzt die Aufgabe, nicht mit dem Handy zu spielen. Ich mach Gib weg. Das Handy her. Nein, ich mach weg. Gib das. Aber ich gebe dir das nicht. Oh. Weißt du was? Gib das sofort her. Ich gebe dir das nicht. Du, schon wenn du hier rumschreist, dann kriegst du das nie wieder. Ich gebe dir das nicht. Hey, klau doch noch die Gummibärchen hier. Ah! Oh, jetzt ist auch noch auf. So, die esse ich jetzt. Ja, Tower! Die erste Kontrolle, ob die schon hoch sind. Es klopft schon. Mama steht hier hinten und sagt: Hey. Wie weit seid ihr? Fast fertig. Was? Wie fast? Ich hatte 5 Minuten Zeit, ihr könntet schon 3-mal fertig geworden sein. Ich wollte gerade Zähne putzen. Okay. Liegt der immer noch im Bett? Nein, Tyrann, ne? Okay, also, Wieso es kommt langsam Bewegung in die Bude. Ich habe mir eine Selbstverschuldung und habe wieder rausgeschüttet. Ja, das ist ein Ding, ne? Ich habe gestern hingelegt, weil ich dachte, da steht jemand. Das sah so aus. Habt ihr auch die Spiegel alle abgehängt? Weißt du was? Ja, geh mal duschen, Beeilung. Früher hatte ich auch so. Dass man sich einbildet, da ist irgendjemand. Also ich nicht. Ich habe den dann rausgeschmissen, der da stand. Ja, kannst du die Lampe aus dem Fenster schmeißen. Das ist genau. Mein Schnucki hier, ne? Wir sind im Hotel und wer macht die Betten? Sie und sogar mein Notbett hier.
Schnucki, dafür sind die doch da. Also die Leute, die hier arbeiten. Du nimmst denen die Arbeit weg. Wenn sie reinkommen, ist es ein Schlag, wenn die alle Betten gegeneinander sind. Wir gehen jetzt erstmal nach unten. Und zwar nicht zum Frühstück, wie man es eigentlich tut, sondern wir gehen raus, ein bisschen in die frische Luft. Mann, da muss man hier viele Treppen runterlaufen. Und so schön ist das hier, ne? Los, komm, wollen wir raus? Gleich kommen wir wieder her. Was ist los? Ach so, hier hängt eine Karte, ne? Und da ist Stemmen. Oder daneben. Komm, wir wollen los. Mäuschen, weißt du, was das ist hier? Rat mal. Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Kuhtränke. 1985. Eine Kuhtränke hier drin. Sind hier auch Kühe unterwegs? Wo steht 1985? Ey, guck mal hier, eine heiße Hexe. Oh, guck mal, so ein Ding hier will Mama gerne immer zu Hause haben. Hier ist ein Teich, genau. Da sind Fische drin. Sie ja, ein Goldies. Bewegen sich nicht. Nee, noch bewegen die sich ein bisschen. Ich mach sie erstmal die Schuhe sauber. Das ist jetzt unser Hotel von das ist jetzt unser Hotel hier von außen. Im Hellen. Gestern sind wir im Gestern sind wir im Dunkeln gekommen, ne? Das Auto kenne ich. Und hier sind wir im Landgut Stemmen. Und das ist dann auch Stemmen hier. Also, so sieht's aus. Rundherum. Und hier ist das Hotel. Max und Chrissy sind immer noch nicht raus. Ich glaube, ich muss da noch mal hoch. Noch eine Ladung Wasser rüberkippen. Hast du auch gesehen? Und Schnucki macht hier unser Auto sauber. Ja, aber nur die Blätter weg. Wenigstens ist kein Schnee drauf. Nee. Mal sehen, ob die mich hören können. Max? Max? Also, da oben ist das Zimmer von denen da. Gerade eben kam der Urschrei von da oben. Chrissy? Chrissy? Was? Alles gut? Wieso schreit ihr da so? Was ist? Was? Ich habe eben hier auf dem Parkplatz gestanden und einen mega Schrei gehört. Ich hab mich erschrocken. Was hast du hier angetan? Ich hab geschrien. Kommt jetzt runter, wir wollen los. Ash guckt sich jetzt hier gerade ein Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege an. Mehr Leute. Und Mama läuft da hinten durchs Dorf und guckt sich alte Häuser an. Eigentlich wollten wir hier spazieren gehen und mittlerweile frieren wir gleich schon so doll, dass wir hier wieder reingehen und die beiden sind immer noch nicht raus da. Es ist immer noch Licht im Zimmer, die sind noch nicht mal aus... Die sind immer noch da oben. Mäuschen, du singst hier schon vor Verzweiflung, ne? Und da kommen sie doch noch, die Langschläfer. Guten Morgen. Guck mal hier, ich habe gerade in der Rezeption gefragt, diese Scheune hier, die verfällt jetzt, weil die keiner irgendwie renovieren will, weil die unter Denkmalschutz steht. Ich glaube, das ist die, da sagte die zweite auf dieser Seite. Dabei sieht die so schön aus, ne Schnucki? Wollen wir die nehmen? Mhm. Und wir renovieren die dann. Ja. Stück für Stück, Stein für Stein. Genau. Nee. Nehmen wir. Marie hat gerade gesagt, das ist hier so schön. Die möchte hier gerne wohnen. Ja, ich liebe ja so ein Dorf. Ja, in Stemmen. Ja. Ich meine, die Scheune können wir auch stemmen. So, unser Frühstück ist beendet, wollte ich sagen. Unser Spaziergang ist beendet. Ja. Wir sind alle durchgefroren. Rote Nasen. Und die Nasen laufen auch wie. Nee, egal. Und jetzt gibt es hier Frühstück. Hier ist hier überhaupt keiner. Sind wir zu früh? Nein. Gibt es heute kein Frühstück? Wir sind zu spät. Warum müssen wir hier hinsetzen, wo wir gesessen haben? Wir sind zu spät. Ja, hier haben wir gestern auch gesessen und Armut gegessen und jetzt gucken wir mal hier, was es hier alles Leckeres gibt. Also, hier gibt es was zu trinken und Butter und Aufschnitt und. Und das Frühstück geht los. Und was machst du dir hier? Waffeln? Das Coole ist, ich habe es noch nie gesehen in einem Hotel. Dass es hier Waffeln gibt, ne? Das ist eine gute Idee. Das ist der Hammer. Aber da ist auch bestimmt ganz viel Zucker drin, ne? Nichts für mich. So, und jetzt sind wir alle zusammen. Wir haben hier unser Frühstück fertig. Yeah. Ash, was gibt's bei dir denn eigentlich Leckeres? Toast. Ist nicht dein Ernst. Es gibt nur Toast. Und was ist diese braune Masse da? Nutella. Was ist, wie heißt das? Nutella. Ist ja ekelhaft. Max, was gibt's bei dir? Brötchen. Und hier ganz gesund. Was gibt's bei dir? Auch Brötchen und Joghurt. Und ein bisschen was Gesundes dabei. Und noch mehr Gesundes. Wow. Die leben so gesund, die beiden. Und Mama ist immer noch nicht da. Die läuft noch da hinten irgendwo rum. Also da. Die Waffeln. Ja, Waffeln. Ihr habt sie vergessen, die sind bestimmt verbrannt schon. Und Schnucki ist auch da. Mein Teller ist voll, ich glaube, ich habe viel zu viel. Guck mal, ich habe hier so einen Joghurt. Oh, lecker. Mit Nüssen, und? Obst und dann, ja. Und die Waffeln sind noch im Waffeleisen. Und weißt du was? Es gibt hier keine Croissants. Stimmt. Ja. Egal, das geht auch so, ne? Das ist super. Mhm. So, guten. Guten Appetit. Wolltest du mal hier reinlachen? Und die Waffeln sind fertig. Wir sind da Löcher drin. Ich habe, glaube ich, zu wenig Teig da reingetan. Und jetzt sind wir fertig hier zum Ausmustern. Ich hab's gesagt. Zum Auschecken. Aber da sitzt noch alles rum und steht alles rum. Wir schwingen wieder ein bisschen. Und wir wollen eigentlich los. Ja. Wir wollen eigentlich los. Wir wollen eigentlich los. Wir wollen los.
Ja, so, kommt ich warte auch auf Max. Nein, komm mal bitte. Alle warten auf Max. Okay, tschüss Max. Ciao. Das Auto wird bepackt. Das war's jetzt hier mit unserer Übernachtung im Hotel und wir fahren jetzt wieder zu Pyroland und gucken uns da die nächsten Bunker an. Ja. So, freut ihr euch? Ja. Das wird kühl, das sind nämlich höchstens 3 Grad oder so draußen. Draußen, vielleicht drin wird wärmer. In den Bunkern sind dann vielleicht 5. Okay. So, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Kakao.